gibt hier so einen Typen, der hieß Ben, der hat tatsächlich im Schlaf einfach so einen AirPod runtergeschluckt und ist mit einem Piepen im Bauch aufgewacht. Ja, passiert mal. Leute, habt ihr euch jemals schon mal in eurem Leben gefragt, was passiert eigentlich, wenn ihr die Apple AirPods nie wieder aus den Ohren nehmt? Nein, das habt ihr euch noch nie gefragt? Okay, ich auch nicht. Aber was passiert dann? Werdet ihr vom Tiger aufgefressen? Werdet ihr von einem Teufel beschworen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es einen geilen Trick, Leute. Und zwar, alle, die mich auf Instagram abonnieren, Leute, werden morgen unter ihrem Kopfkissen ein neues Paar Apple AirPods finden, Leute. Ganz sicher. Deswegen abonniert mich einfach ganz schnell auf Instagram. Ich heiße dort Elmaro. Würde mich auf jeden Fall freuen. Checkt ab. Und morgen liegt höchstwahrscheinlich ein neues Paar Apple AirPods unter eurem Kopfkissen, Leute, ganz sicher. So, Leute, da natürlich nicht alle perfekt Englisch können, das weiß ich natürlich, werde ich natürlich das Video so ein bisschen wieder übersetzen, weil das Video auf Englisch ist, aber... Anywhere today and you'll see Apple AirPods dangling out of people's ears. Richtig. Egal, wo wir heutzutage hingehen, wir sehen Menschen überall mit AirPods, ja? Have become a status symbol. I mean, who needs to actually learn to code? Okay, ihr könnt den Untertitel ja ein bisschen mitlesen, wenn ihr Bock habt. We can just pop into earbuds and bam, you now work in tech. Although these earbuds currently need to be taken out to charge, Apple is accelerating wireless charging, so what would happen if you never took off your AirPods? Okay, was passiert also, wenn man wirklich niemals die AirPods rausnimmt, Leute? Wir können mal ein paar Vermutungen anstellen, okay? Ich würde sagen, es würde wehtun, weil ich finde, Kopfhörer, das tut richtig weh, wenn du die zu lange drin hast. Du könntest taub werden, du nimmst deine Umgebung nicht mehr so gut wahr, weil du immer Kopfhörer drin hast. Und du könntest ganz viel Ohrschmalz haben. Richtig viel ekligen Ohrschmalz. Ganz, ganz viel Ohrschmalz, wie auf diesem Bild hier. Bah, das würde ich nicht wollen, okay? Let's go! First, you'd need to figure out a way to make them stick in your ears. This is because a man named Ben Sue recently fell asleep with his AirPods in and woke up with one beeping from his stomach. He'd actually swallowed it in his sleep. I mean... Okay, Leute, was? Das habe ich tatsächlich ja zum ersten Mal. Wir müssen erstmal einen Weg finden, wie wir die befestigen können, okay? Damit sie nicht locker sind, weil es gibt hier so einen Typen, der hieß Ben, der hat tatsächlich im Schlaf einfach so einen AirPod runtergeschluckt und ist mit einem piependen Bauch aufgewacht. Huch, das ist ja mein AirPod. Ja, passiert mal. This is anecdotal evidence that amazingly AirPods could withstand stomach acid, which has a mighty pH of 1.7. He ran to the doctor, who told him to just wait. The AirPod made its way. Er ist damit zum Doktor gerannt und der Doktor hat ihm einfach nur gesagt, warten Sie einfach ab. Through his intestines, colon, and finally out his anus. In fact, the digestive system was so effective in differentiating the AirPod from actual nutrients. Okay, das ist interessant. Also erstmal hat er den AirPod ausgedutet. Der hat ihn wieder rausgehauen hinten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der läuft dann im nächsten Tag wieder mit dem AirPod rum. Der kam nur nicht aus der AirPod-Packung, sondern hinten aus seinem Popo. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, Freunde, ist das aber nicht faszinierend, dass der Körper oder der Magen unterscheiden kann von echter Nahrung und so, zum Beispiel so ein AirPod. Und so ein AirPod wird einfach durchgeschleust und wird einfach wieder rausgehauen, okay? Das finde ich sehr interessant. Came out fully intact and continued to work. Er funktionierte komplett und kam intakt wieder raus und konnte er weiter benutzen. Konnte er sich hier direkt wieder ins Ohr machen. Lecker. Wenn ihr das erste Mal jemand auf der Straße seht mit AirPods, Leute, denkt daran, der könnte immer aus seinem Hintern rausgekommen sein. Think that leaving AirPods in would cause a buildup of earwax, but this is actually not true. Earwax is produced when objects are put in and out of your ear. Okay, viele Leute denken, dass AirPods und so auch Ohrenschmalz produzieren, das würde ich auch denken, aber das ist nicht so. Weil man ja an Kopfhörern manchmal auch so ein bisschen Ohrschmalz hat. So, aber Ohrenschmalz entsteht, wenn Gegenstände wie ein Q-Tip ins Ohr rein und rausgeführt werden. Actually, here's a hot Q-Tip. Don't use Q-Tips. They cause earwax. Okay, ein heißer Q-Tip, ein hier kleines Wortspiel, ja, ein heißer Q-Tip an euch. Verwendet keine Q-Tips. Ja, Q-Tips sind nicht gut, weil man das Ohrenschmalz immer nur weiter reinschiebt. Ja, ihr wollt ja das Ohrenschmalz rauskriegen, so. Das schiebt ihr immer nur weiter rein. Also nicht gut. Niente. Nein. Ear and never taking them out. So a buildup of earwax would not be an issue. Okay, Freunde. Also Ohrenschmalz wäre schon mal kein Problem. Was aber ein Problem werden würde, ist das Hören, natürlich. Spend most of our lives in air, which is a sound-transmitting medium. Because of this, our ears evolved into something we now call a transducer. Okay, okay, wir haben ja, okay, jetzt wird hier ein bisschen chemikalisch, jetzt wird ein bisschen physisch, okay? Wir sind ja hier in der Luft, ja? Und wir haben in unserem Ohr etwas quasi, was wir als Wandler bezeichnen. Ich glaube, ich weiß schon so ein bisschen, auf was das hinausläuft, aber wir gucken mal weiter. A transducer is anything that changes energy from one form to another.
Vibrating objects produce energy in the form of sound waves. Mhm. Vibrierende Objekte erzeugen Energie in Form von Schallwellen. When a sound wave reaches your ear, it now causes your eardrum to physically vibrate. This physical vibration moves hairs. Okay, Freunde, also, wenn ein Sound kommt, geht er halt in dein Ohr rein und vibriert auf deinem Trommelfell so. Und deswegen nimmt ihr Geräusche wahr. Und diese körperliche Schwingung bewegt auch die Haare in dem Ohr. Und jetzt kann man natürlich wissen, wenn man immer was im Ohr hat, wenn man immer AirPods in seinem Ohr hat, dann ist das halt nicht mehr so gut möglich. In your ear, which result in neural electrical signals that are translated to your brain. Und diese Signale, pass auf, die vibrieren auf dem Trommelfell und werden dann transformiert im Gehirn, dass wir Geräusche erkennen können. Wie krank ist das bitte? Wie krank ist das? Ein Vogel. Ja, wir hören einen Vogel zwitschern. Und warum wissen wir, welcher Vogel das ist? Weil unser Gehirn das Geräusch transformiert. Wir hören das ja durch unser Trommelfell. Und das ist, nein, das ist zu viel. Weiter geht's. In total, this process involves your external ear, middle ear, inner ear, brainstem and brain. Okay, also Leute, das Außenohr, das Mittelohr, das Innenohr, der Hirnstamm und das Gehirn sind davon betroffen, von diesem ganzen Hörprozess. Inner ear, brainstem and brain. But when looking at the type of damage caused by leaving any type of headphone on forever, we need to focus on your inner ear. Okay, wir fokussieren uns jetzt auf das Innere, also auf das Inner Ear, auf das Innenohr. Think everyone who wears headphones should be thinking about. Jeder, der viele Kopfhörer trägt, sollte sich über einen lärmbedingten Hörverlust Gedanken machen, Leute. Das klingt nicht gut und das ist auch für mich nicht gut, weil ich beim Fitnessstudio, ich trage immer viele Kopfhörer, Leute. Ich trage immer viel Kopfhörer und höre auch gerne laut Musik und so, wenn ich trainieren bin. Apropos, ja, ich mache ein bisschen Sport hier und so. Könnt ihr gerne auf Instagram abchecken, Leute. El Mago heiße ich ja. Komm, lass uns mal auf Instagram da ein bisschen Gas geben, Leute. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil ich höre ab und zu Kopfhörer. Aber früher habe ich noch viel mehr Kopfhörer gehabt. Da habe ich, teilweise bin ich jeden Tag zur Schule, Kopfhörer rein, im Bus gesessen und so. Inzwischen mache ich das nur noch im Fitnessstudio. It's one of the most common forms of acquired hearing. Okay, es ist eine der häufigsten Formen der erworbenen Schwerhörigkeit, Leute. Wenn Leute schwerhörig werden, kann das sehr schnell kommen durch Kopfhörer tragen. Also Leute, ihr lernt hier bei El Mago auch etwas für eure Gesundheit. Children, teenagers and adults who listen to headphones for long durations of time are at a significant risk of hearing loss. One study found listening to your AirPods for as little as 7 hours a week. Okay, Freunde, eine Studie ergab, dass wenn man nur 7 Stunden pro Woche, also eine Stunde pro Tag Kopfhörer hört, kann das schon zu Hörverlust führen. Nicht zu doll, aber zu ein bisschen, dass ihr schon so ein bisschen weniger hören könnt und so. Das ist schon krass, finde ich. This is super intense as I listen for way longer than that. I'm obsessed with music, but there are some other studies that had less drastic results. Okay, aber keine Panik, Leute, es gibt auch Studien, die sagen, okay, bei 7 Stunden pro Woche ist das unbedenklich, ja? Also safety and health, okay, big name much, say the maximum exposure our ears can take without risk is 8 hours a day of sound at 85 A-weighted decibels. Okay, also die US National Institute for Occupational Safety Health sagt, die haben Ahnung, die klingen wirklich kompliziert und die klingen schlau, also die haben Ahnung, ja. Das Maximum, was unsere Ohren ohne Risiko einnehmen können, beträgt 8 Stunden pro Tag Schall bei 85 A bewerteten Dezibel. Okay, ich weiß nicht, was 85 A bewerteten Dezibel sind. Aber Freunde, ich glaube, wenn man Musik leise hört oder nicht so laut hört, dann kann man das mehrere Stunden pro Tag definitiv hören. A-weighted decibels, which from now on we are just going to call decibels. Okay. Is a measurement of sound pressure in regards to the human ear. 8 hours seems like a lot of time to be wearing headphones daily, but a survey. Ich kann sagen, 8 Stunden am Tag Kopfhörer zu hören, finde ich schon, klingt schon extrem viel. Into their headphones for longer than 8 hours a day. And when randomly stopping people at a train station in Sweden, another study found that 46% of participants were exceeding 85 decibels of sound from their headphones. Was? 17-25% tragen tatsächlich bis zu 8 Stunden Kopfhörer am Tag. Oder über. Was zum Teufel? So viele? 8 Stunden am Tag? Wie schafft man das dann? Wie schafft man das? Die haben den ganzen Tag Kopfhörer auf oder was? Na okay, die ganzen Gamer, die den ganzen Tag Headsets und so aufhaben. Dann auch normale Leute vielleicht, die auch immer in jeder Pause und so direkt Kopfhörer, die viel telefonieren und so. Okay, ja, es kann schon sein. 46%. Und eine andere Studie sagt, Leute, dass 46% der Teilnehmer an einer Studie, an irgendeinem schwedischen Bahnhof, Leute, die Musik lauter als 85 Dezibel hören. Und das ist dann richtig schädlich für die Ohren. Sound from their headphones. This meant their ears were at risk. AirPods can reach as high as 101 decibels to 139 decibels. AirPods können bis zu 139 Dezibel laut werden. Und 85 ist das Maximum eigentlich. Also Leute, wenn ihr auf der letzten Stufe hört,
ich will mich da rausnehmen, ja, ich tue das auch, aber das ist nicht gesund für eure Ohren. Depending on which lab was doing the testing. So it's important that no matter how long you're wearing your AirPods, you keep the volume lower than 75%. Okay, ihr solltet die Lautstärke unter 75% hören, Leute. And for any extended period, an overexposure to sound, which damages the cochlea, the outer hair cells and the stria vascularis. Also, auf Deutsch gesagt, wenn ihr die den ganzen Zeit drinnen lasst und laut Musik hört, Leute, das ist, ihr seid völlig überbelichtet mit Schall, also eure Ohren, die äußeren Haarzellen werden geschädigt und auch das Innenohr wird natürlich dann beschädigt. New studies conclude, the more you listen to any type of headphone, the more likely you are to have permanent hearing loss. But even worse than all of okay, this. Okay, also insgesamt kann man sagen, je mehr ihr mit Kopfhörern hört, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Hörschaden später. But even worse than all of this is that after a week of not removing your AirPods, you would have an infection. At the point when you plop those earbuds in for eternity, any dirt or moisture in your ear canal. Okay, das Schlimmste ist aber, Leute, nicht nur das Gehör, sondern wenn ihr tatsächlich eine Woche lang den AirPod drin habt, würde es zu einer Infektion kommen. Weil wenn man die viel Ewigkeit reinsteckt, Leute, würde sie Schmutz oder Feuchtigkeit natürlich im Gehörgang festsetzen. Es kommt nicht raus, da ist kein Durchzug, da ist nichts. Ihr kriegt schnell eine Infektion. Moisture and dirt makes bacteria feel good. Okay, Bakterien fühlen sich wohl und würden sich vermehren. Bacteria in your ear causes inflammation und die sorgen natürlich für eine Entzündung oder für eine Infektion. In and out of your ear means more humidity and increased temperatures. This makes the bacteria feel even happier. Und durch die Wärme, die die AirPods natürlich durch die Elektrizität ausströmen, fühlen sich die Bakterien noch wohler. Infection even worse. Within 2 weeks of leaving your AirPods in, you would likely have a granuloma and potentially burst your eardrum. Okay, nach 2 Wochen AirPods tragen, Leute, besteht die Gefahr, dass ein Granulom auftritt und das Trommelfell tatsächlich komplett platzt. Also Leute, ich gebe euch einen Tipp, tragt nicht zu lange AirPods. Wir machen ganz kurze Grüße, bevor es weitergeht, Leute. Das Video ist noch nicht zu Ende. Grüße gehen raus an die Magangs, an das Kanalmitglied Kemal Selmanovic, an Alissa Nolte und an PHNX Controx. Den ersten Kommentar des Videos hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sein nächstes Video der allererste Kommentar. So, even though AirPods make it so you can absolutely demolish more meetings, shoot off emails, soups fast and appear rich, it is important to take them out daily, listen to them at an appropriate volume and don't sleep with them in, unless, of course, you are looking for a whittle late night snack. Okay, Freunde. Also, auch wenn die natürlich sehr praktisch und sehr cool manchmal sind, diese AirPods, Leute, solltet ihr sie regelmäßig rausnehmen, nicht über 75% hören, gar nicht erst beim Schlafen tragen und vor allem nicht futtern, okay, und danach wieder ausdudien. Ganz sicher nicht. Okay, Freunde. Das passiert also, wenn ihr AirPods zu lange tragt. Falls ihr euch diese Frage mal gestellt habt, nun habt ihr eure Antwort, Freunde. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich hat es auf jeden Fall sehr unterhalten. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Magang seid, Leute. Folgt mir unbedingt auf YouTube und auch auf Instagram, Leute. Ich heiße Elmago, alles ist verlinkt, Freunde. Und checkt auch vor allem mein Merchandise ab, Leute. Hier seht ihr das Löwe-Shirt. Merch kannst du auch ganz einfach hier abchecken. Hier kommst du auch zu meinem Kanal und kannst mich abonnieren. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Klick dich durch, sei aktiv. Wir sehen uns morgen in aller Frische mit guter Laune, Leute. Euer Elmago! Go!